Method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rumble, oceans, jungle fog, the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they pass. Hey, hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute ein weiteres Naruto-Fakten-Video. Und bevor wir anfangen, würde ich noch gerne fragen, ob ihr vielleicht irgendwelche Fragen zu Naruto habt oder irgendwelche Themen oder sowas, die ihr in die Kommentare reinschreiben könntet, weil mir gehen so langsam die Ideen aus, was glaube ich klar ist, wenn ich auf einmal mit Daily Uploads anfange und so weiter. So, aber wie ich es meinte halt, ihr könntet halt irgendwelche Videovorschläge, wie zum Beispiel ein Fight zwischen jemanden oder irgendein Thema, worüber ich reden soll, irgendwie aufschreiben, oder ihr stellt einfach irgendeine Frage in den Kommentaren, über die ich reden soll oder sowas. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meinte. Aber naja, so viel dazu, kommen wir nun zu den Naruto-Fakten. Hiruzen Sarutobi, also der dritte Hokage. Er war am Anfang nicht als Mensch gedacht, sondern sollte er am Anfang ein Hund sein. Ein Hund, der dritte Hokage. Ich frage mich, wie es aussehen würde, wenn ein Hund einen Affen wie Enma beschwören würde, aber ich glaube, wir kommen lieber zum nächsten Fakt. Nämlich haben wir hier, dass Kibas Vater abgehauen ist von zu Hause. Und den Grund, den kann sich ja natürlich jeder denken. Warum haut ein Vater von zu Hause ab? Natürlich, weil er Angst vor seiner Frau hat. Mangetsu, also der große Bruder von Suigetsu, hat alle 7 Schwerter gemeistert und das im Alter von 14. Also alle 7 mal Main Schwerter da, von diesen 7 Schwerten in Ninjas und so. Ihr wisst, glaube ich, wen ich meine oder was ich meine. Und im Alter von 14 konnte er alle 7 beherrschen, beziehungsweise hat die gemeistert. Krass. Kishimoto wollte am Anfang, dass Sasuke Hokage wird, und das wäre schon teilweise nice geworden für viele, wie für, also für mich zum Beispiel, aber viele würden es auch nicht mögen, weil viele hassen Sasuke, was ich nicht verstehen kann. Aber naja, Sasuke Hokage, ich glaube, dazu könnte man so ein eigenes Was-wäre-wenn-Video machen, aber auch wenn es teilweise klar wäre, was dann passiert wäre. Aber naja, kommen wir zum nächsten Fakt. Shikaku, also der Vater von Shikamaru, war der einzige von den Eltern, der Shikamaru nicht darum gebeten hat, sich von Naruto fernzuhalten. Also Shikamaru war der einzige sozusagen mit Erlaubnis, sage ich einfach mal, sich Naruto zu nähern und anzufreunden und so weiter. Was ich aber cool finde, geile Aktion irgendwie. Wenn wir schon über Shikamaru geredet haben, warum nicht direkt auch über Shoji? Nämlich hat Shoji mal fast Akamaru gegessen, also er war kurz davor, Akamaru zu fressen. Und hätte er das gemacht, er wäre unten durch bei mir auf jeder Ebene. Oh Gott, ey. Als vorletzten Fakt haben wir einen Fakt, was mich irgendwie leicht wundert, nämlich beherrscht Gai Chakra-Elemente, und zwar 2 Stück, nämlich Feuer und Blitz oder Donner. Ich nenne es lieber Donner, aber viele verstehen darunter was anderes, deswegen sage ich einfach mal Blitz. Und ja, Gai und Feuer und Blitz. Das ist eine lustige Vorstellung irgendwie. Gut, dann wären wir beim letzten Fakt, und es geht um Tobirama. Nämlich kennen wir Tobirama so, ja, er hat alles erfunden, er hat das Jutsu erfunden, er hat das Jutsu empfunden, der hat im Krieg ja gespammt wie was weiß ich was. Und nun, wir machen privat so viele Jokes darüber, dass er alles erfunden hat, und nun habe ich den Fakt gefunden, dass Tobirama tatsächlich die Ambus, die Shunin-Prüfung und die Akademie zur Welt gebracht hat. Ohne Scheiß, was wäre Naruto ohne Tobirama? Tobirama hat eigentlich die ganze Welt erschaffen, sag ich mal. Aber okay, das wär's dann mit dem Video. Schreibt mir eure Meinung zu den Fakten in die Kommentare, oder nicht eure Meinung zu den Fakten, sondern welche Fakten ihr schon kanntet und ob da welche waren, die ihr nicht kanntet. Und ja, schreibt mir, wie gesagt, Videoideen oder sowas oder Vorschläge rein, die ihr habt. Und das war's dann mit dem Video, und ich verabschiede mich dann auf Wiedersehen.